Ja, moin meine lieben Trading-Kollegen, hier ist wieder euer Hardy und ihr seid wie immer auf dem Volume Trader YouTube-Kanal. Mein heutiges Thema ist Delta. Denn viele von euch haben nur ein gewisses Halbwissen, was Delta angeht, und es ist wichtig, die richtigen Schlüsse aus dem Delta zu ziehen. Wir gehen da gleich ins Detail an meinem Bildschirm. Vorher macht ihr noch schnell ein Abo und klickt die Glocke. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. So, herzlich willkommen an meinem Delta-Chart. Ihr seht hier einen Chart, den ich jetzt so eingestellt habe, dass hier absolut nur das Delta dargestellt wird, in allen Variationen, wie man das gerne möchte. Was ihr hier nicht seht, ist die Darstellung des kumulativen Deltas. Da können wir gerne nochmal eine extra Video zu machen. Aber ihr seht hier das zeitbasierte Delta pro Kerze hier unten im unteren Drittel. Ja, da wird hier pro Kerze die Gesamt-Delta-Zusammenrechnung als Kerze dargestellt. Dann haben wir hier rechts das Delta des gesamten Tages, der Tagessession. Und dann haben wir hier in der Kerze einmal dargestellt das horizontale Delta jeden einzelnen Preises von der Kerze. Für die absoluten Anfänger unter euch, Delta bedeutet die Subtraktion, also die Differenz zwischen aktivem Kauf und aktivem Verkauf. Da gehe ich jetzt noch mal ganz genau drauf ein ins Detail, weil der ein oder andere das vielleicht noch nicht kennt. Was bedeutet denn jetzt aktiver Käufer und aktiver Verkäufer? Das sind diejenigen, die, wie der Name schon sagt, aktiv in den Markt gehen zu einem bestimmten Preis. Dazu gibt es hier diese beiden Knöpfe. Da kann man jetzt einmal Market Long gehen. Wäre ich live im Markt, würde jetzt hier die 27 einen Tick nach oben gehen. Wenn ich jetzt Flatten drücke, dann bedeutet das, dass ich diesen Trade schließe, und zwar aktiv. Ich verkaufe jetzt aktiv zu dem Preis, wo er gerade ist. Dann würde ich das Delta wieder um einen Wert reduzieren. Das gleiche gilt, wenn ich eine Stop-Order setze. Eine Kauf-Stop-Order setze ich immer über dem Preis. Ich kann hier jetzt einfach eine Stop-Order setzen über dem aktuellen Preis als Kauf. Dann, wenn der Markt dorthin kommt, wird das eine Market-Order zu dem Preis. Das Ganze gilt für die Unterseite auch. Das ist auch ein aktiver Verkauf, wenn ich unterhalb des aktuellen Preises gerne abgeholt werden möchte mit einer Verkaufsorder. Dann wird die, wenn der Markt dorthin kommt, aktiv ausgeführt. Jetzt kommen wir zu dem Umgekehrten, zu den Passiven. Die kann ich natürlich auch setzen. Wenn ich unterhalb des aktuellen Preises kaufen möchte, dann mache ich hier eine sogenannte Buy Limit. Hier steht jetzt auch kein Stop mehr, sondern Limit. Ganz großer Unterschied. Das ist eine passive Order. Ich möchte hier zwar passiv ein Lot kaufen, muss aber aktiv von einem Verkäufer gefüllt werden. Das heißt, meine aktive Kauforder macht das Delta negativ. Ganz wichtig zu wissen bei einer Limit Order. Viele wissen das nicht. Ja? Obwohl ich hier kaufe, wird das Delta negativ, weil ich aktiv gefüllt werden muss von einem Verkäufer. Das ist ein sogenannter Match. Genauso sieht es oben aus, überhalb des aktuellen Preises. Wenn ich dort eine Sell Limit setze, muss die von einem aktiven Käufer gefüllt werden. Somit wird, obwohl ich verkaufe, das Delta positiver. Somit habt ihr jetzt eindeutig die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv, und die Aktiven werden gezählt in der Delta-Darstellung. Aber natürlich, die Aktiven werden natürlich mit den Passiven immer gematcht. Somit kommen wir jetzt zur ersten grundlegenden Info, die ganz, ganz wichtig ist. Ihr könnt hier niemals drauf schließen, ob hier jemand verkauft oder kauft, nur weil hier dann eine Absorption stattfindet. Den Schluss darf man im Delta nicht so einfach ziehen, weil das sich aus diesem aktiver, passiver ergibt. Wie das jetzt genau jetzt nochmal funktioniert, will ich euch jetzt nochmal anhand einer Skizze verdeutlichen. Dann wird das ein bisschen plastischer für euch. Wir haben hier jetzt meinetwegen den Kursverlauf, und meinetwegen seid ihr ein vermögender Retailer und ihr seid hier oben mit den Lot Short gegangen. Ja, habt hier Market Short 10 Lot gedrückt und jetzt wollt ihr hier unten gerne wieder aus dem Markt raus. Jetzt könnt ihr das natürlich aktiv machen. Das heißt, ihr drückt Flatten oder ihr drückt 10 Lot Market Long. 10
Lot Market Long. Das bedeutet, ihr seid aus dem Markt. Was passiert mit dem Delta? Wenn ihr hier unten natürlich mit 10 Lot Market Long rausgeht, dann wird innerhalb dieser Kerze, wo ihr euren Trade macht, das Delta 10 Punkte, also nicht 10 Punkte, sondern 10 Werte positiver werden, weil ihr natürlich Market Long geht. Aber ihr könnt ja auch genauso den Trade machen, indem ihr einfach, hier oben seid ihr wie gesagt Short gegangen mit 10 Lot. Wenn ihr hier eine Buy Limit setzt, ja, wenn ihr das Ganze passiv macht mit einer Buy Limit, dann seid ihr auch aus eurem Trade raus. Aber was ist mit dem Delta? Das Delta ist 10 Punkte nach unten gewandert, wenn ihr gefillt werdet. Denn ihr müsst gefillt werden von einem aktiven Verkäufer. Und der wird ins Delta reingerechnet. Somit habt ihr jetzt die Diskrepanz. Das Delta ist im Delta, weil das Delta gibt die Differenz an, die Toleranzbreite. Ihr seid einmal aktiv rausgegangen, euer Trade hat das Delta in dieser Kerze dann 10 Punkte ins Positive geschoben, oder ihr seid mit einem Buy Limit rausgegangen und seid gefillt worden, dann ist euer Delta 10 Punkte negativer geworden in dieser Kerze. Ihr habt also einen Delta von 20, ein riesen Unterschied in der Delta-Darstellung, aber für euch als Trader ist genau das gleiche Ergebnis rausgekommen. Ihr seid hier oben Short gegangen und seid hier unten Long rausgegangen, aktiv oder passiv. Für euch ist der Trade ein positiver Trade geworden, aber die Delta-Darstellung ist eine völlig andere. Und das war jetzt nur der eine Beispiel-Trade. Ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Es gibt ja noch tausende andere Marktteilnehmer. Deswegen hier die wichtigste Message in diesem Video. Ihr könnt daraus nicht ableiten, was die Trader vorhaben. Genauso könnte ich ja auch, wenn ich ja das Ganze weiterdenke, wenn ich jetzt hier rausgegangen bin, kann ich ja auch den Trade wieder drehen, indem ich hier zum Beispiel ein Buy-Limit von 20 setze. Das heißt, ich bin hier oben mit 10 Lot Short reingegangen und drehe hier die Position. Dann kann ich ja hier einen 20er Buy-Limit setzen. In einem liquiden Markt wie dem ES ist das durchaus möglich, ohne dass ich auffalle. Das geht noch. Und dann bin ich wieder long drinne. Und alle anderen Varianten gibt es natürlich auch auf der Long-Seite umgekehrt. Aber ich spare mir jetzt dieses Beispiel. Damit will ich euch nur erläutern, dass das die Anomalie des Deltas ist. Ja? Und das wissen eben viele nicht. Viele denken nämlich, dass wenn hier unten viel verkauft wird, ja, dass denn da viele Verkäufer sind. Nee. Ihr wisst niemals, ob hier drin, in dem Bereich, wo jetzt hier zum Beispiel sehr, sehr viel negatives Delta gehandelt wurde, ob das alles Verkäufer waren, die nach unten wollten. Das kann auch genauso ein Longfilling gewesen sein von passiven Käufern. Den Schluss kann man nicht einfach so schließen. Deswegen finde ich es auch immer relativ wichtig, immer den Retest abzuwarten, wenn solche Anomalien hier im Markt entstehen. Und jetzt möchte ich auch dazu kommen, wozu man das Delta wirklich nutzen kann. Denn nur die Delta-Anzeige ist für mich, ich komme ja aus dem handwerklichen Bereich, Ingenieursbereich, ich beschreibe das immer gerne mit sogenannten Druckverhältnissen. Ja, das ist ja kein Druck in dem Sinne, aber man kann das schon so sagen, hier wurde ja sehr viel ins sogenannte Bid gehandelt, aktiv. Und der Markt hat hier viel negatives Delta angesammelt in einem sehr kurzen Bereich von 4-5 Ticks. Und dann ist der Markt abgeprallt und kam hier nicht mehr runter. Ich sehe hier auch einen starken Bid-Überhang. Und diese Anomalien, dafür ist das Delta da. Nicht sich daraus einen Reim zu machen, hier sind viele Verkäufe, hier sind viele eingestiegen oder sonst was. Diese Gedanken empfehle ich euch nicht so zu interpretieren, sondern nur diesen Ausschlag zu sehen. Wir haben hier hohen Bid-Druck gehabt, der nicht wieder angehandelt wurde, und wir haben hier eine Bid-Schwäche sozusagen. Keine Verkaufsschwäche, sondern eine Schwäche im Bid, und dann ist der Markt jetzt wieder nach oben weggelaufen. Ja, wir haben hier aus dieser Struktur hier oben einen Ausbruch gehabt, dann wurden hier die ersten Bid-Spikes erzeugt, dann gab es einen sogenannten Shakeout, sagt man dazu. Das ist jetzt die Interpretation des Deltas. Wir haben hier ein Ask-Filling gehabt, das dann aber nochmal nach unten weggebrochen ist. Hier haben wir dann das endgültige Shakeout-Verhalten
im Bit-Bereich. Hier wurden dann entsprechend Positionen geschlossen, geöffnet, whatever, wir wissen es nicht. Und dann hat er hier diese Range kurz gespielt. Wir haben eine Marktverengung und er läuft wieder zurück in die Distribution oder die Kumulationsphase, die er hier vorher hatte. Ja, das ist dann also ein typischer Ausbruch. Dann haben wir hier eine Kumulation und man sieht hier, wie das Delta immer schwächer wird. Auch auf der Zeitebene kann man das deutlich erkennen, wie stark das Delta hier war. Dann gab es hier Kumulation. Hier nochmal eine Absorption auf einer höheren Preisebene, sieht man auch deutlich in der Kerze, im Delta-Tageschart. Und jetzt gab es dann den Ausbruch aus dieser Kumulation wieder Richtung Long. Und genau das ist jetzt auch so eine ganz kleine Mini-Analyse für euch nochmal zur Veranschaulichung gewesen, dass man das daraus ableiten kann, dass man dann entsprechende Delta-Kanten und Anomalien erkennt. Hier durch diese starken Ausschläge, ja, das ist ja eine Anomalie, sagt man auch, oder eine bestimmte, ein hochvolumiger Delta-Bereich hier, und der wurde geretestet. Man sieht abschwächendes Bit und dann ging es wieder long. Ja, und so kann man dann seine Retests interpretieren, Wahrscheinlichkeiten für sich herausfinden, und man sieht, funktioniert sowas öfter, als dass es nicht funktioniert. Ne? Wir haben hier Absorption, Delta-Schwächung oder ein schwächeres Delta, und dann haben wir hier den Delta-Change und dann ging es nach oben. Natürlich kann es immer sein, dass diese Absorption hier zum Beispiel nicht hätte gehalten, dass hier der Short-Druck so stark war, dass er hier hätte auch durchbrechen können. Natürlich wäre das auch durchaus möglich gewesen, wenn es entsprechende Marktteilnehmer gegeben hätte, die das Ganze, die die Kraft gehabt hätten. Das kann man nie wissen. Ihr wisst, Traden ist Wahrscheinlichkeit. Aber solche Analysen sind doch sehr, sehr hilfreich und schieben die Wahrscheinlichkeit für eure Trades in eure Richtung. Und wenn man das noch mit anderen Dingen kombiniert, dann funktioniert es auch mit dem Traden. Das wollte ich euch jetzt noch einmal zum Delta sagen. Also achtet bitte auf solche Anomalien, aber interpretiert da nicht irgendein Traderverhalten rein. Da sind viele Verkäufe oder sonst was. Gewöhnt euch lieber den Syntax an. Wir haben hier einen Bit-Überhang, der hier letztendlich nicht mehr geretestet wurde und so weiter, und interpretiert das nicht als Käufer und Verkäufer. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn ein Käufer braucht immer einen Verkäufer und umgekehrt. Und ob dieser Kauf oder Verkauf ein Entry war, ein Nachkaufen war oder ein Exit war, könnt ihr niemals wissen. Das braucht ihr gar nicht versuchen, das ist nicht möglich. Sondern nur die Druckverhältnisse anhand der Balkenausschläge und der Zahlen könnt ihr das gerne vergleichen, daraus Schwächen und Stärken ableiten und entsprechendes Gegenverhalten analysieren, ob das denn entsprechend absorbiert oder durchschlägt. Damit will ich diese Ausführungen jetzt auch beenden. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen hier noch einen schönen Impuls mitgeben, den er in sein Trading mit reinnehmen kann. Und vielleicht wird der ein oder andere jetzt das Delta etwas kritischer oder etwas anders deuten, als es vorher getan hat. Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Video. Bis bald.